In Zürich arbeitet Ilja Kenzig. Der ehemalige Manager von Hannover 96 und Bayer Leverkusen hat eine Firma gegründet, die den Kontakt herstellt zwischen Investoren, die Geld haben, und Vereinen, die Geld brauchen. Kenzig hat es mit interessierten Banken und Hedgefonds zu tun. Wir sprechen wirklich von den Finanzfirmen und Sportinvestoren, die das wirklich professionelles Geschäft machen und die ohne Emotionen daran gehen. Von denen wird man nichts hören, von denen wird man nichts sehen. Die wollen nicht auf die VIP-Tribüne, die wollen nicht in die Kabine, sie wollen nicht in die Aufstellung reingehen. Sie wollen, dass der Club am Schluss wirtschaftlich gut arbeitet. Das ist natürlich verbunden mit sportlichem Erfolg, aber in erster Linie interessieren sie die Zahlen. Der deutsche Fußball sei attraktiv für Investoren, meint Kenzig. Und Traditionsklubs wie Düsseldorf oder Essen würden nur durch externe Geldgeber wieder nach oben kommen. Dafür müssen die Vereine aber Macht abgeben. Wenn jemand Manchester United oder Liverpool übernimmt, dann muss er das Management nicht austauschen, weil die haben einen guten Job gemacht und die werden auch weiterhin einen guten Job machen. Aber wenn jemand einen Club übernimmt, der in großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckt, dann rührt das irgendwo her. Wenn ein Club nicht aus einer gewissen Zone oder aus einer Liga rauskommt, obwohl er das Zeug dazu hätte, dann steckt da auch irgendwo ein Problem drin und das wird ein Investor sicher bei Einstieg eben lösen wollen. Tatsächlich gab es schon mal einen Investor, der in einen deutschen Verein reinregierte. Florian Homm, Aktionär von Borussia Dortmund. Als der BVB 2004 vor der Pleite steht, muss der Verein, um sich zu retten, eine Kapitalerhöhung durchsetzen. Großaktionär Homm sendet im letzten Moment ein Fax. Er fordert den Rücktritt von Präsident Niebaum, sonst würde er die Kapitalerhöhung platzen. Niebaum unterschreibt. Ein Beispiel für die mögliche Macht von Investoren. Es gab bis jetzt noch keinen Investor, der einen Club an die Wand gefahren hat, aber eben sehr viele Vereinsvorstände. Und das Szenario, dass da jemand kommt und nach sehr kurzer Zeit wieder aussteigt, auch das hat man bei Investoren nicht gesehen. Die überlegen sowas seriös und das sind alles erfolgreiche Unternehmer oder Unternehmen. Wie erfolgreiche Unternehmer Vereine erfolgreich machen können, zeigt sich in Hoffenheim. Milliardär Dietmar Hopp hat keine Entscheidungsgewalt, gilt deshalb als Mäzen und nicht als Investor. Doch sein Geld lässt die Mannschaft Erfolg haben und Neid entstehen. Die Fans von Kaiserslautern zeigen ihre Wut. Während ihr Verein wohl absteigt, steigt Hoffenheim wohl auf. Geht es nur noch mit Geldgebern? Im Endeffekt kann es passieren, dass der Verein an sich natürlich gar nichts mehr zu sagen, weder Mitglieder noch der Verein an sich. Und das Problem ist einfach, dass man von Stimmungen dieses Investors völlig abhängig ist. Und ich glaube, wenn wir auf einmal nur noch Unternehmer gegeneinander spielen, hat das mit dem Wesen des Fußballs wenig zu tun. Das Wesen eines Clubs hat dieser Mann komplett verändert. Dietrich Mateschitz und seine Firma machten aus dem SV Austria Red Bull Salzburg. Neue Spieler, neue Trainer, neues Stadion, aber auch neue Vereinsfarben. Dass ein Club zum Spielzeug eines Investors wird, das soll in Deutschland bei einer Neuregelung verhindert werden. Die Interessen des Muttervereins und der Fans können in den Regelungen im vollen Umfange berücksichtigt werden. Das muss auch, kann ich auch nur empfehlen. Denn insbesondere auch die Fans sind natürlich die Emotionen Fußball. Die muss erhalten werden. Aber die Fans wollen auch eine moderne Fußballarena. Sie wollen eine attraktive Mannschaft. Sie wollen nicht immer nur gegen den Abstieg spielen, sondern sie wollen auch eine sportlich erfolgreiche Perspektive sehen. Die kostet Geld, die muss investiert werden. Das wollen wir machen. Und im Ergebnis, denke ich, werden wir eine hohe Markenidentität haben. Glückliche Fans, weil wir uns sportlich erfolgreich weiterentwickeln bei einer leistungsstarken Infrastruktur. Das englische Vorbild bestimmt den Markt. Die Vereine, die dort absteigen, haben entweder keinen oder einen eher finanzschwachen Investor. Das Geschäft Fußball ist in seiner Entwicklung nicht mehr zu stoppen. Es gibt ja einen guten Satz aus England, der sagt, dass der Fußball heute, oder zum Beispiel der Premier League Fußball, der konkurriert nicht mehr mit anderen Ligen, sondern er konkurriert mit Hollywood-Filmen. Also der konkurriert in der Unterhaltungsindustrie und nicht mehr nur im Sport. Und das ist das, was die Investoren interessiert. Mittelfristig wird Deutschland wohl auch Investoren zulassen.
Die Premier League, der englische Fußball ist aber weit voraus. Roman Abramovic mit Chelsea, Malcolm Glazer mit Manchester, Gillet und Hicks mit Liverpool. Alle zusammen derzeit im Halbfinale der Champions League.